Hallo und herzlich willkommen zu Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Seit knapp 6 Wochen lernen und arbeiten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu Hause. Das bedeutet für viele einen Sprung ins kalte Wasser und ein Erproben von Online-Lernen und Lehren. Auch wenn seit Anfang der Woche manche Kinder und Jugendliche ihre Schulen wieder besuchen dürfen, bleibt Homeschooling für alle anderen weiterhin Alltag. Mein Name ist Caroline Ander und ich habe aufgrund dieser anhaltenden Homeschooling-Situation praxisnahe Internetseiten aus dem Bildungsserver herausgesucht, die Lehrenden Tipps und Anregungen für die Vorbereitung und die Durchführung digitaler Unterrichtseinheiten bieten. Der Name des Portals mach-mal-digital.de ist in Zeiten von Corona eher Pflicht als Vorschlag. Die Inspirations- und Fortbildungsplattform bietet Anleitung und Werkzeuge zur digitalen Unterrichtsgestaltung an. Das Mitwirken bei der Plattformgestaltung ist ebenfalls möglich, da sich die Seite noch in der Beta-Version befindet. So fördert sie noch einmal mehr einen kollaborativen Austausch zwischen Lehrenden und unterstützt das gemeinsame Erproben digitalen Unterrichts. Offene Bildungsressourcen, sogenannte OER, haben wir ja bereits in einer vorangegangenen Podcast-Folge thematisiert. Wie man selbst zeitgemäße Bildungsmaterialien erstellt, verrät die Autorin Nele Hirsch in ihrer Schritt-für-Schritt-Lerneinheiten-Anleitung auf ihrer Seite www.oerworkflow.de. Die Lerneinheiten sind übersichtlich gestaltet und halten neben praktischen Checklisten auch hilfreiche Online-Tools bereit. Auf www.edulabs.de können Unterrichtsideen nach den digitalen Kompetenzen der Kultusministeriumskonferenz nach Zielgruppen und nach Fächergruppen gefiltert werden. Die Ergebnisse sind vielfältig und zeigen, wie kreativ digitale Unterrichtsgestaltung aussehen kann. Besonders schön ist, dass eigene Ideen und Erfahrungen mit der Community geteilt werden können und bereits eigene Projektgruppen und Initiativen aus dem EduLab hervorgegangen sind. Über Mailinglisten kann man sich noch dazu über die Aktivitäten der Community auf dem Laufenden halten und selbst neue Kontakte knüpfen. Auf der Webseite www.planet-schule.de bereiten MDR und SWR Schulfernsehen online übersichtlich auf. Sendungen werden dort nach Themen und Schulfächern sortiert und durch mediendidaktische Konzepte angereichert. So können digitale Unterrichtseinheiten durch kurze Filme veranschaulicht werden und Erklärungen bieten. Fortbildungshinweise, Informationen zur Medienkompetenz und Materialsammlung stehen ebenfalls zur Verfügung. Auf www.segu-geschichte.de, der Lernplattform für offenen Geschichtsunterricht, finden sich Selbstlernkonzepte, Aufgaben und Lernmodule für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1. Die Angebote können entweder gleich für die Unterrichtsgestaltung eingesetzt werden oder als Beispiele dafür dienen, wie der eigene Unterricht geplant, strukturiert und zum Selbstlernen praktikabel werden kann. Einen ebenso guten Überblick in digitale Lerneinheiten zu Unterrichtsthemen des Fachs Biologie bietet www.biologie-unterricht.com. Auch hier können Schülerinnen und Schüler einzelne Themen erarbeiten und anschließend wiederholen. Auch für Lehrende anderer Fächer bieten diese beiden Seiten praktische Einblicke, um sich Anregungen zu holen oder Einheiten für den eigenen Unterricht abzugucken. In diesem Sinne wünsche ich allen für die verbleibende Homeschooling-Zeit viel Energie und die nötige Geduld, um digitales Lernen und Lehren zu erproben und erfolgreich umzusetzen. Ich hoffe, dass die vorgestellten Webseiten Ihnen dabei helfen. Weitere Links zum Thema finden Sie auch in unserem Dossier Bildung in der digitalen Welt auf dem Deutschen Bildungsserver. Bis bald und auf Wiederhören! Hallo und herzlich willkommen zu Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Seit knapp 6 Wochen lernen und arbeiten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu Hause. Das bedeutet für viele einen Sprung ins kalte Wasser und ein Erproben von Online-Lernen und Lehren. Auch wenn seit Anfang der Woche manche Kinder und Jugendliche ihre Schulen wieder besuchen dürfen, bleibt Homeschooling für alle anderen weiterhin Alltag. Mein Name ist Caroline Ander
und ich habe aufgrund dieser anhaltenden Homeschooling-Situation praxisnahe Internetseiten aus dem Bildungsserver herausgesucht, die Lehrenden Tipps und Anregungen für die Vorbereitung und die Durchführung digitaler Unterrichtseinheiten bieten. Der Name des Portals mach-mal-digital.de ist in Zeiten von Corona eher Pflicht als Vorschlag. Die Inspirations- und Fortbildungsplattform bietet Anleitungen und Werkzeuge zur digitalen Unterrichtsgestaltung an. Das Mitwirken bei der Plattformgestaltung ist ebenfalls möglich, da sich die Seite noch in der Beta-Version befindet. So fördert sie noch einmal mehr einen kollaborativen Austausch zwischen Lehrenden und unterstützt das gemeinsame Erproben digitalen Unterrichts. Offene Bildungsressourcen, sogenannte OER, haben wir ja bereits in einer vorangegangenen Podcast-Folge thematisiert. Wie man selbst zeitgemäße Bildungsmaterialien erstellt, verrät die Autorin Nele Hirsch in ihrer Schritt-für-Schritt-Lerneinheiten-Anleitung auf ihrer Seite www.oerworkflow.de. Die Lerneinheiten sind übersichtlich gestaltet und halten neben praktischen Checklisten auch hilfreiche Online-Tools bereit. Auf www.edulabs.de können Unterrichtsideen nach den digitalen Kompetenzen der Kultusministeriumskonferenz nach Zielgruppen und nach Fächergruppen gefiltert werden. Die Ergebnisse sind vielfältig und zeigen, wie kreativ digitale Unterrichtsgestaltung aussehen kann. Besonders schön ist, dass eigene Ideen und Erfahrungen mit der Community